Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir den lieben Felix bei uns. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen? Ja, also ich bin der Felix. Ich studiere Technische Mathematik auf der TU und bin mittlerweile im 5. Semester. Genau. Und im heutigen Video geht es darum, dass ihr einen ersten Eindruck von dem Mathematikstudium bekommt und wie das Ganze so abläuft, was man da lernt. Und nächste Woche am Freitag kommt dann noch ein zweites Video online, wo es tatsächlich ein bisschen mehr in die Tiefe geht, worauf man achten sollte und genau noch ein paar Tipps und Tricks zum Studium selbst. Was lernt man als Mathematikstudent? Einerseits Analysis, lineare Algebra, das sind so die zwei Fächer, mit denen man anfängt. Dann lernt man ein bisschen Programmieren. Das ist auch sehr wichtig für den modernen Mathematiker. Die Fächer, die danach kommen, heißen Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie, Numerik. Und dann geht man ein bisschen tiefer in funktionale Analysis und allgemeine Algebra. Schlussendlich kommen noch Differentialgleichungen dazu, ein sehr wichtiges Gebiet auch für die Anwendung der Mathematik, und Algorithmen. Okay, das heißt, das sind so ein paar Begriffe, mit denen man vielleicht schon ein bisschen was anfangen kann. Da könnt ihr ansonsten, wenn euch das eben wirklich interessiert, vielleicht auch mal auf Google schauen, was man da so bekommt an Ergebnissen. Und dann weiß man, denke ich, ganz gut, womit sich das so ein bisschen beschäftigt. Wie lange dauert das Studium? Das Studium ist ein ganz normales Bachelor-Master-Studium. Der Bachelor ist Ministudienzeit, sind 6 Semester. Regelstudienzeit angepeilt von 10 höheren Mächten ist 8 Semester. Wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, sind 15% aller Studierenden, die das Studium abschließen, schaffen es in Ministudienzeit. Ungefähr 60-80% in 7-8 Semestern. Und dann gibt es natürlich noch ein paar, die ein bisschen länger brauchen, aus verschiedenen Gründen. Entweder sie arbeiten nebenbei oder sie machen noch ein zweites Studium, was auch immer. Aber das sind ungefähr die Zahlen, mit denen man rechnen kann und sollte. Wo kann ich das studieren? Also technische Mathematik, zur Erklärung, ist eigentlich heutzutage nur höhere Mathematik, wie es auch auf der Hauptuni angeboten wird. Früher war es so, dass technische Mathematik tatsächlich Fächer, also auf der TU tatsächlich Fächer wie Mechanik und andere angewandte Vorlesungen hatte. Die sind mit der Zeit rausgefallen und wurden durch Fächer, die in die pure Mathematik gehen, ersetzt. Und heute ist es eigentlich nur noch der Name, der die TU von der Hauptuni unterscheidet, mit ein bisschen einem Unterschied in manchen Übungen, die dann mehr praxisbezogen sind auf der TU. Oder technisch bezogen. Okay, das heißt, ich kann es, du hast jetzt schon gesagt, eben TU, da studierst du, da kann ich studieren, Hauptuni. Genau. Heißt es anders, ist aber es heißt einfach nur Mathematik, und in der Essenz ist es dasselbe. Okay, das heißt, das sind die 2 Unis, wo ich es in Wien studieren kann. Genau. Was muss ich für das Studium können? Also für das Studium braucht man eigentlich nur eine Zulassung für höhere Bildung, zum Beispiel Matura oder eine anders gleichwertige. Es gibt keinen Aufnahmetest. Die STEOP ist auch kein Rausschmeißverfahren bei uns. Es hören genug Leute einfach so auf. Du brauchst gar nichts, was rausschmeißt, das wird ja schon gefiltert. Ich kann euch natürlich empfehlen, dass ihr ein gewisses Interesse an Mathematik mitbringt. Ihr müsst aber nicht besonders gut in der Schule gewesen sein. Und aus meiner Erfahrung fängt aber niemand Mathematik an, der irgendwie keinen Einser und keinen Zwei in der Schule gehabt hat in Mathematik. Das Interesse ist das Wichtigste. Und wenn man in der Schule irgendwie Interesse gehabt hat an der Mathematik, dann ist es meistens so, dass man auch ein bisschen bessere Noten hat, wenn man sich selber damit beschäftigt. Aber lasst euch von den Noten nicht abschrecken. Das ist vollkommen egal. Das Studium ist eigentlich anders als die Mathematik in der Schule. Aber da kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen. Was sind die Berufsaussichten? Also in der Mathematik gibt es eigentlich nicht so wirklich einen klassischen Werdegang. Viele Leute fragen einen, ob man dann vielleicht Lehrer werden will, aber das ist ein anderes Studium. Mathematik, es gibt so, ich kann es mal 2 Beispiele nennen, zum Beispiel für Software-Testung werden Mathematiker oft gesucht, oder für alles Mögliche, was mit Simulationen zu tun hat, für Flugzeugbau, Simulationen von Tragflächen, wie auch immer. Das sind so 2 Beispiele, wo Mathematiker gefragt sind.
Aber sonst bei der Berufswahl kann man ruhig kreativ sein. Ein Mathematiker ist gut vorbereitet für alles Mögliche. Die trainiert wird das logische Schlussfolgern. Und man ist einfach gut aufgestellt für jede weitere Entwicklung, die man anstrebt. Ja. Okay, das heißt eben, es gibt jetzt keinen fixen Beruf, den man danach wählen kann oder in den man einsteigen kann. Das heißt, man muss einfach schauen, was einen tatsächlich interessiert. Da kommt man vielleicht eben auch während des Studiums genau, dann ja, genauer drauf. Genau, es gibt ja, wie ich vorher schon genannt habe, verschiedene Richtungen in der Mathematik. Und da gibt es die mehr angewandten und die mehr theoretischen Richtungen. Man kann natürlich als Mathematiker dann Professor werden. Dann beschäftigt man sich überhaupt nicht mehr mit Praktischem. Also nein, das stimmt auch nicht ganz. Aber zum Beispiel die Numerik ist ein Gebiet, was für praktische und tatsächlich anwendbare Mathematik sehr essentiell ist. Das ist die Theorie, auf der unsere Computer heutzutage basieren. Mhm. Ja, und Differentialgleichungen, wie ich schon vorher erwähnt habe, sind immer für alles, was simuliert wird, brauchen oft Differentialgleichungen für alles Mögliche, was mit Fluiden zu tun hat, elektronische Ströme, alles mit Differentialgleichungen zu bewältigen. Wie viel verdient man als Mathematiker im Schnitt? Uns wurden bei der allerersten Vorlesung, die wir hatten, Zahlen genannt, die waren zwischen 80 und 100.000 Euro brutto als durchschnittliches Einstiegsgehalt. Da muss man aber dazu sagen, kaum ein Mathematiker hört nach dem Bachelorstudium auf. Da hat man einfach gerade mal so Einblicke in ausgewählte Hauptdisziplinen der Mathematik bekommen. Mhm. Und hat nicht wirklich tiefgründiges Wissen erlangt. Okay, das heißt, das Einstiegsgehalt, das ist dann, gilt dann quasi für den Abschluss. Genau, für Master oder eventuell auch danach erst. Mhm. Ja. Wie ist das Studium aufgebaut? Also das Studium ist eigentlich einerseits ziemlich durchstrukturiert, andererseits muss man sich überhaupt nicht dran halten. Es gibt zwar eine Steop-Phase bei uns, die schafft man aber locker, wenn man sich einfach an den normalen Stundenplan hält. Also es sind einfach ausgewählte Fächer aus dem Stundenplan, aus dem normalen Studienplan, die man halt erledigen sollte. Und wenn man da genug Punkte insgesamt von den ECTS gesammelt hat, dann hat man die STEOP automatisch mit. Mhm. Man muss die STEOP auch eigentlich nicht schaffen, um das Allermeiste zu machen. Ich glaube, es gibt ein paar Wahlpflichtfächer, wo man die STEOP gemacht haben muss. Aber die ganzen höheren Fächer wie Funktionalanalysis, Algebra und so weiter, die wirklich schweren Fächer, die man in den späteren Semestern hat, da muss man nicht einmal die STEOP geschafft haben davor. Es ist natürlich sinnvoll, wenn man das Wissen, was aus den anderen Vorlesungen da verwendet wird, sich angeeignet hat. Mhm. Also man kann zwar im ersten Semester gleich mit Analysis 3 einsteigen, es macht halt wenig Sinn, wenn man sich nicht davor eingehend in der Schule mit dem Zeug beschäftigt hat. Okay, das heißt also, es gibt prinzipiell den Aufbau und die Struktur, man muss sich zwar nicht dran halten, aber es macht halt Sinn, weil es eben aufeinander aufbaut. Und wenn man halt jetzt Kurs 4 besucht, obwohl man Kurs 1 noch nicht besucht hat, dann versteht man halt wahrscheinlich eher weniger. Ja, richtig. Und die STEOP ist auch kein, also in anderen Studiengängen ist es ja so, dass die STEOP eine ganze Phase ist, die man erstmal abschließen muss. Bei uns, wie gesagt, es ist kein Rausschmeißverfahren, es hören genug Leute einfach so in den ersten zwei Wochen auf, weil sie feststellen, dass Mathematik auf der Uni doch nicht genau das ist, was sie sich vorgestellt haben. Ja. Welche Zweige gibt es innerhalb des Studiums? Also auf der TU haben wir 3 Bachelorzweige und 4 Masterzweige. Die Bachelorzweige sind eben einerseits technische Mathematik, dann haben wir Finanz- und Versicherungsmathematik und Wirtschaftsmathematik und Stochastik. Die 3 gibt es auch als Master und als Master kommt dann auch noch dazu technische Mathematik mit Schwerpunkt auf Numerik, also so wie das Studium früher war quasi. Welche Abschlüsse kann ich in Mathematik machen? Auf der TU ist alles drin von Bachelor über Master bis zum PhD. Kurz und prägnant, das ist es. Jetzt noch eine letzte Frage für das heutige Video. Was darf man sich von dem Studium nicht erwarten? Also so typische Misconceptions für angehende Mathematikstudenten ist, dass Mathematik auf der Uni so ist wie auf der Schule.
Das ist definitiv nicht der Fall. Es geht der Fokus weg vom Rechnen hin zum Beweisen. Das war für mich zum Glück genau das, was mir in der Schule zu kurz gekommen ist. Dieses tiefgründige, logische Denken durch, und analysieren vielleicht. Durchmachen von dem Stoff. Nicht nur, dass wir das rechnen können, was wir am Papier da vor uns haben, sondern dass wir auch verstehen, warum wir das können. Ja, das ist halt vielen too much. Too much oder einfach nicht das, was sie sich darunter vorgestellt haben. Mhm. Darum haben wir so eine recht hohe Ausfallsquote in den ersten 2 Wochen. Allerdings die Leute, die, das ist auch so eine lustige Statistik, die dann bis Weihnachten durchhalten, dann machen die, wenn man bis Weihnachten durchhält, dann kann man auch das ganze Studium durchhalten. Das haben sie uns immer so plakativ erzählt. Und ich finde, es stimmt eigentlich. Es hören dann noch sehr wenige danach auf. So eine andere typische Misconception ist, dass ein Mathematikstudium unweigerlich zum Mathematiklehrer führen könnte. Das ist nicht der Fall. Dafür gibt es das Lehramtsstudium Mathematik. Das sind 2 verschiedene Dinge, die haben wenig miteinander zu tun. Ich denke auch vor allen Dingen, weil eben in Mathematik die ganze Theorie auch nochmal im Vordergrund steht und im Mathematik-Lehramtsstudium geht es dann halt doch auch darum, wie kann ich jetzt die Theorie oder die Rechenwege den Schülern tatsächlich vermitteln. Mhm. Und beim Mathematikstudium auf der CU oder auch an der Hauptuni, aber eben ohne Lehramtfokus, da geht es eben jetzt nicht wirklich um die Schüler. Genau, richtig. Ja, also Lehramt wird sowieso nicht mehr auf der TU angeboten. Früher gab es das Lernstudium Mathematik auf der TU auch, aber mittlerweile eh nur noch auf der Hauptuni. Das war es jetzt schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es waren interessante Fakten für euch dabei und neue Informationen über dieses Studium. Wenn euch jetzt, das Interesse bei euch geweckt wurde, dann könnt ihr am Freitag wieder einschalten. Dann kommt nämlich der zweite Teil von dem Interview. Dann erzählt Felix eben noch ein bisschen in die Tiefe gehend, wie das Studium so tatsächlich ist und wieso er sich selbst zum Beispiel auch dafür entschieden hat, für wen das Studium eben was sein könnte. Genau, ansonsten gerne Daumen nach oben geben und abonnieren, dann weiß der YouTube-Algorithmus nämlich, dass das Video super war und empfiehlt es weiteren Leuten weiter, ja. Und teilen dürft ihr es natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.